zu einer neuen Folge Stallgeschichten. Wenn euch das Projekt genauso gut gefällt, lasst ein Däumchen da. Seid wieder gespannt, was heute passiert. So, Gott, was ne Fahrt. Meinst du, schönen guten Tag? Ich bin's, bin da. Hör mal, was eine Tortur. Also ich war doch lieber Vitaminzug, diese komische Straßenbahn da, Och, nö. War nicht so geil, sagst du? Nee, die hält diese Bimmelbahn hält ja schon an jedem Baum, ne? Aber diese Straßenbahn an jedem Gras haben, ne? Und voll. Und dann ist ja im Moment so warm, ja? Und es scheint wohl irgendwo Probleme mit der Wasserversorgung zu geben, ja? Die Leute können nicht mehr duschen, ja? Ekelhaft. Das ist nicht schön. Nee, nein. Das ist nicht schön. Wir müssen uns ganz dringend treffen. Hast du jetzt Zeit? Ist gerade schwierig. Wieso, was hast du denn? Ich muss mit dir reden. Ich brauche nur 5 Minuten deiner Zeit. Es geht um die Bürgermeisterwahl. Es ist wichtig. Und es geht um, das hat alles damit zu tun. Skiurlaub etc. Ja, dann komm da einfach bei mir auf den Landhandel. Ich bin gerade noch beim Simon, ich muss dann eben nach Hause laufen. Ja. Alles klar, ich habe eine Taschenlampe. So, bin gleich da. Ja, bis gleich. Bis gleich. Wo haben wir sie denn hier? Ja, alles dumm und dran. Mit den Fremdarbeiten sind wir bei... Guten Tag. 8.500. 8.500? Ja. Haben wir mal alle Posten ausgefüllt, wie gesagt. Also das Plan und Hohn vom Schnellerkopf habe ich ja nicht gemacht. Das habe ich ihn eingeschickt und... Das ist schnell ging. Ja, danke. So, dann brauche ich hier links unten noch eine Unterschrift. Jawohl, kriegst du. Bitteschön. Ja, dann hier einmal der Durchschlag für dich. Jawohl, nehme ich mit. Und dann mache ich mich auf den Weg. Ja, alles klar. Bis dann, ciao. Tschüss. Simon. Ja, Sigi. Ich habe eine grande Malheur. Komm mal mit. Grande Malheur? Ja, grande Malheur. Lass nicht drüber reden. Ich bin mit dem LKW eben unterwegs gewesen und auf einmal hat das Getriebe gestottert. Ja. Und jetzt sind die Brücken hier nicht so wirklich breit und dann bin ich so 3 Meter an der Brücke vorbei und dann stand quasi die Front am anderen Ufer. Siehst du ja, da hängt alles ein bisschen runter. Ja. Und hier der Mittel hier, die Seiten, was weiß ich, was hier, den Rahmen da, die Leiter to go quasi, die hat Gott sei Dank den Tank geschützt, aber das sieht halt jetzt nicht mehr so gut aus. Schon halt ein bisschen aufgesessen. Ja. Vielleicht ist auch ein bisschen Wasser in den Luftfilter gekommen, ich weiß es nicht. Aber nur vielleicht. Ja, wie gesagt, da war halt klein Flüsschen. Motor ist jetzt sauber. Der Motor ist jetzt sauber, ja. Ja, die gute, so, nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie hoch der drin ist, aber sagen wir mal so, bis Mitte MAN war auf jeden Fall ein bisschen was. Also, muss das ein bisschen schief vorstellen, ne? Also ich sag mal, vom MAN bis Mitte Felge. So. Er hat halt Durst gehabt. Okay, ja, guck ich mir an. Andere Sache ist, wenn du das Ding ankaufen würdest, was würdest du dafür geben? Und hinten so eine, weißt du, den Anhänger, den ich hab, der hat eigentlich zu dem Ding gehört. Davon zweiten quasi, weil ich fahr lieber Traktor, ne? Also die LKWs, ich hab da irgendwie keinen Spaß dran, ne? Ein furchtbarer Gerät. Kann ich dir denn sagen, wenn ich, also, ich repariere den so oder so? Ja, eben. Und dann kann ich nebenbei noch gucken, was ich sonst noch dafür geben kann. Ja, gut. Simon, ne, ich muss weiter, der Matoschek will noch was und eigentlich müssen noch Kompost wegfahren und so. Ich weiß nicht, ist Pip da? Ja, der ist da. Alles klar. Dann weißt du mal noch. Hast du mal wegen dem Benz geguckt? Achso, ja, genau. Stimmt, das wollte ich eigentlich gerade noch sagen, weil du so meinst, du bist auf dem Sprung. Hab ich halt schon wieder vergessen. Ich bin immer auf dem Sprung. Ja, ganz schnell noch. Ja. Also, kommt drauf an, welche Motorisierung du haben willst. Krieg ich als 320, 420 oder 520 PS? 520 PS. Kostet dementsprechend 180, 190 oder 200.000.
Ja, wenn ein volles Pfund. Alles klar. Und der Dieseltank mit 8.500 Liter. Herr Matuschek, machen Sie nicht so einen Krach jetzt hier. Und der Dieseltank mit 8.500 Liter kostet 8.000. Ja, und eine Mulde dafür. Oder zwei Mulden. Ja, ist doch gut, der Matuschek. Günther. Die ist geil, ist neu. Ja, warte doch. Günther. Entschuldigung. Also eine einfache Mulde mit 12.000 Liter kostet 1.000. 12.000, eine größere kriegst du nicht drauf? Sonst halt ein Container. Passt, kriegst du auch noch auf. Ja, Container. Genau, da passen 30. Ja, ich muss kurz gucken. Doch, ja genau, in der kleinen Variante passen da 30.000 Liter rein. So 30 Kubik. Und wir müssen die kleine Variante nehmen, ja? Ja. Weißt du rein zufällig, ob so ein Feldrandcontainer da hinten drauf passt? So ein 31 Kubik? Du meinst den für Gülle? Ja. Du kriegst den, glaube ich, da drauf. Aber ich weiß nicht, ob das die Hydraulik mitmacht. Und außerdem steht der ein bisschen weit über. Das heißt, ich müsste mir so ein MAN kaufen. Oder? Ich will da Dinge noch loswerden. Keine Ahnung, reden wir auf jeden Fall noch drüber. Vielleicht würde doch ein Anhänger. Günther, nimmst du mich direkt mit oder was? Ich kann keinen Untersatz. Simon, danke dir. Schabuck, Schabuck und Yalla Yalla. Ich bin heute der Knaller. Du bist der Knaller. Das ist auf jeden Fall schon mal ohnehin. Ohne Sinn? Und Verstand. Fürs Land. Auf jeden Fall. So, ich trainiere fürs Riesenslalom. Ich merke das schon. Ja. So, was drückt dich denn jetzt? Ja, leider keiner. Ich würde mal wieder gedrückt werden. Verstehst du? Ja. Das war knapp. Ich würde auch mal gerne nochmal richtig einen abdrücken. So ist das nicht. Du hast ein schönes Klo. Das ist richtig. Wenn das nicht umgestaltet wird und so. Ja, mach's neu, das Bad. Das wird auch mal Zeit. Ne? Da sind mir letztens 3 Kacheln runtergefallen, als ich da drauf war. Ja, genau. Seitdem du da drauf warst, sind da 3 Kacheln runtergefallen. Das ist richtig. Ja, das ist Zufall. Nee, das war Durchfall. Kein Zufall, das verwechselst du ein bisschen. Okay. So, komm ins Office. Schön, dass du mich in mein eigenes Büro bittest. Ja. Dürfte ich Sie mal an die Beke ticken? Ja, ich bin an der Beke. Ja, wollen Sie eine Weisigerin auf die Itchif-Inseln oder nach Audi-Sarabien? Haben Sie denn auch eine Kistalette für meinen Tannenbaum? Nee, leider nicht. Nicht? Keine Kistalette? Nein. Na gut. Keine Kistalette. So, erzähl. Aber da werde ich nämlich richtig möse. Richtig möse. Ja. Auf jeden Fall. Also, Strategie folgendes. Strategie. Und zwar, heute sind Wahlen, munkelt man. Ja, habe ich Tagesanzeiger gelesen. Die heiße Phase. Ja. Man muss zur Urne gehen. Zur Urne. Also nicht auf Friedhof, sondern zur Wahlurne. Ja. So, wir haben starken, verdammt starken Konkurrenten. Ja? Das ist richtig. Du hast ihn gerade noch live gesehen. Gut sieht er aus. Frisch sieht er aus. Jung ist er. Dynamisch, erfolgreich, beliebt. So, und jetzt habe ich die Idee, um die Chancen für uns zu verdoppeln. Ja? Verdoppeln, ja. Verdoppeln. Und zwar steige ich bei der Bürgermeisterwahl aus und unterstütze dich. Somit kriegst du alle meine Stimmen. Und somit wirst du Bürgermeister. Bam! Na gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Chancen vermindert, dass irgendeiner von uns beiden... Ich bin dein Wahlkampfmanager. Ich bin ja voll dabei. Nur die Leute, weil man kann nur ein Kreuz machen bei der Bürgermeisterwahl. Nur eins. Ja? So, das heißt, die Leute, die mich gewählt haben, wählen hundertprozentig dich. Wir haben zu zweit, ist schwer gegen Schwatte. Ja, klar, ist das schwer, jede Schwachte. Ja? Die Sache ist halt nur, die Leute, die dich gewählt haben, das heißt ja nicht, dass die unbedingt mich gewählt hätten. Ja, die wählen aber auch nicht, die wählen auch nicht Schwarte, die wissen auch, dass wir Tech-Team sind hier. Ja, aber ich glaube eher, dass die dann eher eine Schwachte wählen, anstatt mich.
Warum? Ich weiß es nicht. Die Befürchtung habe ich, weißt du? Weiße? Schwarz? Das könnte Probleme geben. Ja. Ich würde mir das an deiner Stelle nochmal überlegen, Junter. Sie. Ich meine, wenn es nachher zu einem Stechen zwischen uns beiden kommt, ist das ja nicht das Problem, aber... Ja. Ja, das Problem ist das System, ja. Aber wir sind noch nicht das System, ja. Das ist richtig. Ja. Ich dachte, du freust dich, das wäre die Mega-Idee, weißt du? Ja, gut, das ist schon richtig, dass das eine Mega-Idee wäre. Ja, ja, ich sehe gut, so, dass dir das gefällt. Aber du bist noch nicht so weit überzeugt. Nicht so richtig, nee. Ja. Ich weiß nicht, ob das so clever wäre. Ich meine, wir können das natürlich probieren. Ja. Aber was ist denn, wenn ich aussteige? Nee, das wäre nicht gut. Warum? Dann würdest du Bürgermeister. Ja, aber ich hab... Mir wär's sowieso lieber, wenn du wärst. Ich hab den neuen... Der Imbiss, weißt du? Ich... Apropos, wir müssen die Eröffnung verschieben von dem Imbiss. Nächste ich, Woche. Ja, da muss... Wird noch einer innen ein... Ja, da muss noch... Die Endabnahme, wir haben die Kühlkammer, ist alles super. Ja. Jetzt hat das Ordnungsamt aber gesagt, dann muss noch hier eine Geräte- und irgendeine Dienstzertifizierungsgesundheitszeugnis. Ich kenne mich da nicht aus, irgendein Gesundheitskack auf jeden Fall. Das ich ist, ja. Da habe ich gesagt, ich so, ja, weil ich war heute Morgen extra noch beim Abend, wo nicht. Und sagt er, ja, nee, da brauchen sie, ist ja gut, dann. Ja, kann ich das jetzt haben, das Formular? Nein, nee. Da kann ich ihn jetzt nicht ausstellen. Ich sage, weil ich brauche das heute. Ich sage, Leute, komm. Da sagt er, nee, da muss jetzt hier der, was weiß ich, Veterinär, keine Ahnung, irgendeiner, der sich auskennt mit der Gesundheit. Der muss kommen, muss das abnehmen, ja? Und was, dann krieg was ich musst so, du denn abnehmen? Der muss Schild oder was? Ja, ich weiß nicht. Nein, ich darf nicht, er muss was abnehmen. Ach so. Keine Ahnung. Vielleicht muss er auch abnehmen, aber dann sollte der ja nicht in meinen Imbiss kommen, wenn er abnehmen will. Wenn weil das richtig. So eine fettfreie Scheiße mache ich nicht. Ich sag mal, meine Würstchen sind zwar low carb, aber ja, ne? Weil mit Krabben habe ich es nicht so. Und ja, auf jeden Fall kann ich heute nicht eröffnen. Wenn die haben gesagt, wenn ich das doch mache, dann schließen wir. Ich so, ja, das ist ja witzig. Weil wenn ich, weißt du, ich darf nicht aufmachen, wenn ich öffne, schließen die. Aber dann für immer. Also, obwohl der noch gar nicht, verstehst du? Ja, ich verstehe das schon. Ja. Also, müssen wir... ist ja nicht das Problem, dann ja. Verlagern wir das auf nächste Woche. Ja. Das ist ja gar kein Problem, ne? Die Pommes sind ja kühl gelagert bei mir. Richtig, der Bach hat eh noch gesagt, wegen Tiere und so müssen wir eh noch was zum Fleischer bringen. Ja. Deswegen. Das wäre mir auch ganz recht. Dann habe ich auch noch ein bisschen Puffer. Und dann kriegen wir das hin. Ja, die Sache ist mit der Bürgermeistergeschichte. Die Sache ist nämlich auch jetzt am Dienstag, obwohl, ja gut, da kannst du vielleicht auch nicht. Ich wollte dich, Sigi, Dienstagabend, mein Guter, ich habe beim Preisausschreiben gewonnen. Beim Preisausschreiben? Ja, ich bin doch so ein Gelände-Offroad-Fan, ja. Ja, ja. Und ich habe bei so einem Preisausschreiben gewonnen mit einem LKW Geländefahrt im Schnee. Ja, ich muss ganz hoch in Norden, also ganz hoch, ja, und dann will ich so durch den Schnee rennen, so wie sagt der Ami, Snowrunner, ja. Ja, ja, und, ja, ich darf einen Kumpel mitnehmen, oder zwei, wo ich frage, ob er Dienstag zahlt das. Ja, das ist Dienstag ein bisschen schwierig bei mir. Ja. So wie es aussieht, wollte ich da mit meinem Liebschen ein bisschen in Urlaub fahren. Ja, ist vielleicht zufällig in den hohen Norden. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich weiß ja nicht. Wo ist das? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Sie wollte sich halt einfallen lassen. Hör mal, wann wolltest du das denn machen? Ich meine, der Dienstag ist ja lang, ne? Die ist 24 Uhr geht das, der Tag, glaube ich. Ich mache das auf jeden Fall. Abends wahrscheinlich. Aachen? Abends wahrscheinlich, sage ich. Ja, richtig. Ich denke mal so 18 bis 22, 23. Ja, da müssen wir nochmal kommunizieren, würde ich sagen. Ja, weil das ist nämlich ganz frisch,
Man kann quasi Dienstag erst dahin. Ja, ja, das weiß ich. Habe ich auch gelesen. Ja. Und da habe ich, das will ich halt, ja. Ja. Gucken wir mal. Sprechen wir auf jeden Fall noch drüber. Nee, wir jetzt. Reden. Wir ja, eben. Wahlkampf. Wahlkampf. Achso, ja. Und? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte gerade ein Bäuerchen gemacht. Achso, ja. Ja. Hier. Also du willst aussteigen, um mir quasi die Stimmen zuzuspielen. Richtig, ganz genau. Und ich steig als Bürgermeisterkandidat aus und steige als dein Wahlkampfmanager ein und mache hier heute noch Hardcore-Wahlkampf. Mhm. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ja. Weil, so wie ich mitgekriegt habe, kennt noch keiner den Schwarte, also als Wahldingens, das, was sehr gut für dich ist. Ja, das ist auch wieder richtig. Hör mal, Junta, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Dann würde ich sagen, wir schwärmen aus. Ja. Und dann sehen wir uns um 20 Uhr, kurz vor 20 Uhr, sehen wir uns dann bei der Polizei. Ja, wen haben wir noch nicht? Wo könnte ich hin? Das ist schwierig. Also, außer der Schwarte selber. Ja, den brauche ich jetzt nicht. Ich denke nicht, dass der das Kreuz bei dir hat. Beim LU waren wir noch nicht. Ja, los, komm. Machen wir zusammen oder getrennt? Ja, das ist hier gute Frage. Du bist der Manager, ne? Du musst das entscheiden. Komm mit rein. Wir machen jetzt Druckbetankung hier. Hast du Bier dabei? Nee, leider nicht. Schade. So, jetzt fahren wir zur Lebenshilfe oder was? Ja, ja, so ähnlich. Was ist ja LU, Lebensunterstützung. Genau. Was ist die LU? Aber warte mal. Ja. Wenn es gut läuft, können wir hier warten. Wie? Auf wen? Aufs LU. Fahr mal ein Stück zurück. Fahr mal ein Stück zurück. Einfach gerade zurück. Ja, bisschen links. Ja, weiter. Ja. Ja, jetzt voll rechts einschlagen. Rechts abbiegen. Ja. Ja. Da vorne fährst du auch nochmal rechts. Hier? Direkt oder da vorne? Nee. Und hier kannst du dann quasi stehen bleiben. Komm, ich sehe nichts. Ne? Eigentlich müsste der Herr Quack gleich noch vorbeikommen. Mhm. Also, soweit ich weiß, liefert der noch was. Ja, mit dem haben wir nämlich noch nicht geklönt. Alle anderen wissen schon Bescheid. Ja, soweit, ja, eigentlich wissen alle Bescheid. Soweit ich weiß, ist aber auch bei der BGA heute keiner da. Warum nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir zu viel Geld oder was? Okay. Machen wir ja die Pappköpfe da. Ja, aber ist gut. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Stimmen. Du stimmst für dich, ich stimme für dich, Bach stimmt für dich. Ja, das sind schon mal drei. Pip stimmt auch für mich. Ich gehe einfach mal davon aus. Ja. Dann wird halt was. Gemeinsam sind wir stark. Ja, ich hoffe doch, ne? Ich auch. Der Wind ist schön. Du wohl nicht? Wind. Ja, es rauscht. Ja, und die Blumen bewegen sich so schön. Ja. Total schön. Oh, guck mal. Oh. Da war denn das der Buschwindröschen. Ich weiß es auch nicht. Ja. Wir verballern gerade Zeit ohne Ende. Ne? Wo ist der denn? Wir fahren ihm entgegen. Ich weiß es nicht. Stellen uns quer. Warte mal, ich rufe den mal an. Insufficient permissions. Das ist schlecht. Kannst du den mal anrufen? Ja. Warum? Ja, mach mal eine Konferenzschaltung. Ich kann das irgendwie nicht. Ja, warte. Ich rufe den an und dann mache ich so eine Dreierkunft. Oder ich mache Lautsprecher an. Warte, ja, mach einfach Lautsprecher an, dann brauche ich nicht mit Telefon. Ich mache Lautsprecher an. Ja. Lohnunternehmen Quack, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Matuschek, hallo Quack, grüß dich. Hallo Herr Matuschek. Ich bin hier gerade beim Sigi Meinl. Ich mache mal kurz Lautsprecher an, ja, der hört Sie dann auch. Hallo Herr Quack. Ja, Grüße. Hallo, Sigi. Was kann ich für euch? Bist du gleich am Weg noch zum Landhandel?
Ja, ich bin kurz beim Simon, weil ich meinen Häcksler abhole und dann fahre ich wieder zu dir, ja? Ja, dann sag ich mal Bescheid, wa? Ganz genau. Ja, das ist doch super! Bis gleich! Ja! Tschüss! Tschüss! Na gut, haben wir da schon mal einen abgedeckt, würde ich sagen. Ja, ich rufe noch mal kurz den Bach an, ja? Den mache ich auch noch mal auf Lautsprecher, Moment. Ach, guten Tag. Ich bin's. Ja, eine ganz Chef. Fremde Stimme hier. Hallo. Ja, hallo. Erkennst du mich? Ja. Ja, ich bin hier beim Sigi. Warte, ich mach mal Lautsprecher an. Sigi, sag mal hallo zu Herrn Bach. Hallo, Herr Bach. Guten Tag. Hallo, Herr Meindl. Was kann ich euch tun? Folgendes. Was hackt da aus? Du kriegst jetzt hier, ja, der Bach, der kennt mich schon. Du kriegst jetzt hier die brandaktuellen Infos. Ich lieg das jetzt. Man sagt ja liegen heute, ne? Also, aber ich lieg doch ja nicht. Ja, er liegt, aber wir liegen jetzt. Wir liegen. Also. Er liegt jetzt, okay. Liegt. Ja, dann ja. Liegt. Eigentlich ist das ja immer die Wiki, aber diesmal Sigi. Sigi liegt. Ja. Auf jeden Fall, jetzt habe ich den Konzentrationsfaden verloren. Okay. Folgendes, Herr Bach. Ich trete von der Kandidatur als Kanzler, als Major, Bürgermeister zurück. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben ja jetzt im Gegensatz zum Alki, haben wir ja jetzt Konkurrenz. Ja. Ja, und der wollen Sie sich nicht stellen? Gute, doch sicher. Aber wir haben gute Konkurrenz. Ja. Und damit wir die Chancen besser haben, ja, an die Macht zu kommen, ist halt nur einer von uns. So, und deswegen bin ich jetzt ab sofort Wahlkampfbeauftragter. Und Sigi geht alleine ins Rennen, ja, gegen Schwarte. Weil so will ich halt, dass der meine Stimmen kriegt. Dass du dann halt für ihn stimmst und die für mich stimmen wollten, für Sigi dann stimmen. Weil dann haben wir eine Chance gegen Schwarte. Weil sonst wird das zu knapp, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, Simon ist schon... Ne? Ja, weil der ist beliebt. Ja, das ist nicht so ein bei Dingens hier fast wie ein besten Selbstläufer gewesen. Der hat sich ja selbst katapultiert. Aber so ist das halt, denke ich, wir haben keine Chance sonst. Sonst teilt sich das zu sehr auf und ich denke mal, das ist die einzige Chance, die wir haben. Ja, ich werde dann halt sein Vizekanzler und Major, nein, nicht Major, wie heißt das? Bürgermeister, ne? Vize. Genau. Vize. Man nennt mich einfach Vize. Mr. Weiss Major. Ja. Alles klar. Ja, ne? Wollte ich Bescheid sagen, kannst du deinen Kumpels auch Bescheid sagen? Macht das Kreuz bei Sigi. Ja, Sigi Leaks. Alles klar. Ich wollte nur noch fragen, du bist nachher mit dem Auto drüben, Günni? Was? Ob du mit dem Auto drüben bist bei hier bei Wahlen und so. Weil ich müsste Herr Holze noch einen Radlader vorbeibringen. Ich bin mit dem Pickup da, ja. Ja, dann würde ich mit dir heimfahren. Ja, ist ja kein Ding. Ja, alles klar. Nur, dass ich Bescheid weiß, sonst muss ich laufen. Und, ja. Ja, nee, Mittwoch nicht. Oder du alles fährst, klar. Ich trink. Ja, das machen wir so. Ja. Bei ihr trinkt. Alles klar. Passt. Ja, alles klar. Bis später. 8 Uhr war das, oder was, ne? Ja. Alles klar. Okay. Tschö. Ja, tschö. So, Sigi. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ja. Mich überwältigt vor Freude und Zuneigung, die ich dir damit übergebe. Zuneigung weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall wirklich ein feiner Zug von dir, dass du so denkst. Und ich will nur hoffen, dass dann keine Leute, also Wähler jetzt von dir, von so einem großartigen, fantastischen, jungen, Mann. Spontanen, intelligenten, humorvollen Mann abgelenkt werden zum Schwachte. Nein, warum? Die wissen doch, ich weiß die es wissen nicht. Doch, dass wir die gleiche Politik machen. Wir sind zusammen Wahlkampf die ganze Zeit. Ja, das ist richtig. Wir haben zusammen an der Front gekämpft gegen den Fassbinder. Ja, aber mehr als gekämpft, ne? Und wir kämpfen jetzt weiter zusammen, Hand in Hand, gegen Schwatte.
Gegen Schwatte oder gegen den Schwarte? Schwarte! Ah, gut. Das ist Dialekt, nicht gegen Schwatte. Ich wollte gerade sagen, das macht aber jetzt hier komische Anstalten. Also ich, ne? Ich glaube nicht, dass wir damit großartig auf Wählerschaft fangen gehen können. Nee, ich glaube nicht. Ja. Was hältst du denn davon, wenn wir schon mal in Richtung fahren? In Richtung fahren? Ja, was ist denn Quacki? Ja, da fragst du mich, ich weiß nicht, wo der klemmt. Warum mache ich eigentlich immer die Taschenlampe an? Ich weiß nicht, ich habe auch eine, guck mal. Ich weiß nicht, ob der Quack uns versetzt hat oder was? Ich weiß es auch nicht. Versetzt der auch Schmuck? Ich weiß es nicht. Ah. Aber der hat ja gesagt, der ist beim Schwachte, ne? Komm, wir fahren zum Schwachte. Wir fangen den ab. Okay. Ich weiß, wo der wohnt. Warte mal, das war hinten bei dir raus, ne? Ne, vorne bei dir raus, ne? Ja, das ist richtig. Was hast du denn da für einen Radiosender eingestellt? Kippelkarren. Ja. Das waren schöne Blumen, die hier standen. Ja, das sind die Buschwindröschen. Achso, Buschwindröschen. Ja, verstehe ich. Ja? Oh. Gut, wenn wir natürlich hier festhängen, dann können wir nicht mehr zum Schwachte. Ja, und dann war's das. Können wir auch nicht mehr wählen. Aber ich hoffe nicht, dass die Leute sich verwählen, ne? Ja, ich hoffe nicht. Denk an den Blitzer. Ja. Ich sage, wer ist das hier? Wer ist das hier links? Wie links? Na, da ist keiner. Da steht ein ganzes Mähwerk alleine. Ja, mein Drescher. Ah, mein Drescher. So. Was willst du dem denn jetzt erzählen, so als Wahlkampfmanager? Ja, das volle Programm, was wir den anderen auch erzählt haben. Die ist Scanner vom LU. Hä? Die ist Scanner vom LU. Wo ist der Typ denn, ey? Ja, und besonders, wir können auch keinen Wahlkampf für dich bei Schwarte machen. Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Na gut, sagen wir mal so, ne? Geht alles. Ja, aber das ist ja auch nicht die feine englische Art. Nee, das ist richtig. Not the finest Artoffe. Es ist ein russischer Kunstbeauftragter, Artoffe. Ja. Hoffentlich kommt das Gesundheitsamt. Ja, das wäre schön. Ich stelle echt mal gerne so eine Currywurst probieren. Ja. Richtig. Wieso wird hier nur halb gemäht? Ist. Gut, ist halt die BGA, ne? Da muss man einfach. Ja, aber was ist denn jetzt mit? Wo könnte der sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, super. Ja, dann kriegen wir den. Er regt dich nicht auf. Ja, aber jede Stimme zählt. Every voice counts. Ja, nee, ist klar. Ja, ich muss auf unsere englischen Freunde, obwohl die dürfen nicht wählen hier, ne? Nee, eben. Dürfen ja nur Bürger von Simmelbach, die schon mindestens hier 3 Monate wohnen, sind stimmberechtigt, richtig? Eben. Gut. Ist doch was für ein Arsch. Da steht noch Fleisch. Ja, das ist richtig. Eine Palette. Die kriegen wir doch. Ach, hier soll kein Stapler, haben die hier nicht, ne? Haben wir hier auf der Ladefläche gekriegt. Nee, dann lass die auch stehen bis nächste Woche. Da kommt da eh noch was bei. Ja, aber die sollen das wieder reinfahren, ne? Ja, das fahren die nur raus, wenn du in die Nähe kommst. Ach so. Und dann denken die, ach, guck mal, da kommt der Matoschek, kommt das abholen. Also man fährt raus, wenn man in der Nähe kommt? Ja, genau. Muss ich mir merken. Ballern die das Zeug raus. Ja. Ja, volles Fund. Alles, was da ist. Blitzer. Alles, was da ist. Alles. Alles? Ja, alles. Gut. Ich guck mal ein bisschen bei dir mit auf den Dach, Heuer. Hast du gut gemacht, dann Blitzer. Hast du gut gemacht. Ja, wir wollen ja nicht der Stadt noch mehr Geld verpassen. Ja, das wird. Kann das sein, dass der Quack flüchtet? Vor uns oder was? Pass auf, da kommt der Landhandel. Der ist immer was schneller unterwegs.
Ich fahre jetzt hier weiter geradeaus. Ich dachte, der Schwarte denkt, die wären zweiter Fassbinder, weißt du? Ja, besser ist das. Vor allen Dingen, wir beide werden zweiter Fassbinder. Ja. Das ist nicht gut für den Wahlkampf. Ich finde das lustig, dass das Wahlkampf heißt. Ja. Da prügeln sich doch keine Wale. Nee, zumal Wahlkampf ist ja auch verboten. Machen das die Japaner noch? Ich weiß es nicht. Ja. Fahr mal auf den Land an, vielleicht hängt der hinten rum. Alles klar. Oh, hast du hier mit Bewegungsmelder oder was? Nee, das ist Uhrzeit. Da hinten ist ein Fahrzeug. Wo ist ein Fahrzeug? Da habe ich doch gerade... Ja, das ist mein Schneidwerksanhänger. Das ist so richtig. Wahr. Ja. Schön. Hier ist doch gerade einer rumgefahren. Grüß dich. Man kann auch einfach mal aussteigen. Guck mal, da steht doch einer. Ist das nicht von dem... Das ist doch der Quack. Das ist doch der Quack. Einen wunderschönen. Hallo, Herr Matuschek. Hallo, grüß mich. Hallo. Einen wunderschönen, Herr Quack. Ja, ich habe gerade die zweite Tür. Gesundheit. Entschuldigung, da hat gerade mal irgendwas auf Umluft geschaltet. Oh, Junge, das ist ja nicht mehr gesund. Nee, das kam auch so plötzlich, da konnte ich nichts mehr die Klappe halten. Ja, mein Auto sieht aus wie, als hätte ich da drei Vögel überfahren. Ja, was ich sagen wollte, Sigi, ich habe die Kinderbohnen sind schon drin und zwei Marocken ist auch schon reingefahren. Jetzt eine Tour ist noch dann. Was gibt das Leckeres? Ein Kuchen. Ja. Pass mal auf, wo du gerade hier stehst, überweise ich dir direkt die 65.000. Ah, super. Wo ist das hier? Und der Quack, wo sie jetzt gerade hier schon stehen, muss man auch ganz ehrlich sagen, dürfen wir sie heute zur Bürgermeisterwahl begrüßen? Kommen Sie, machen Sie heute hier auch Ihr Kreuz. Ja, natürlich. Wunderbar, also Sie gehen Ihrer demokratischen Pflicht nach, ja? Ja, ist selbstverständlich. Wenn man ja nicht hingeht, dann ändert sich ja nichts. Und genau, da kann man sich auch nicht beschweren. Und wir wollen ja auch besonders Ihr Dr. Siegfried Meindl, der Mann für Simmelbach, will sich auch endlich dafür einsetzen, dass sich hier einiges ändert, ja? Dass das beschauliche Simmelbach noch beschaulicher wird und vor allen Dingen, man muss das ja mal so sehen, was dazu jetzt noch kommt. Ne? Das weiß der Rest auch noch nicht, Herr Quack. Deswegen sage ich Ihnen das total exklusiv. Ne? Ja, Siegeleaks. Wenn ich Bürgermeister werde, dann sorge ich, dass wir endlich Feuerwehrfahrzeuge bekommen. Da sorge ich für. Und auch hier ne ADAC, falls man mal verunglückt. Also genau. Feuerwehrfahrzeuge sind ja immer hilfreich, weil man kann ja bei den Temperaturen mittlerweile gar nicht mehr wissen, ob dann vielleicht nicht irgendwie doch mal das Feld irgendwie anfängt. Ist doch letztens erst wieder ein Feld abgebrannt, weil so ein paar Spaziergänger der Kippen weggeworfen haben. Ganz so, genau, und wir sind jetzt immer aus einer Nachbarschaftsfeuerwehr angewiesen und das soll ja halt nicht mehr. Und dafür setzt sich Dr. Siegfried Meindl ein. Das ist auf jeden Fall sehr löblich. Er hat meine volle Unterstützung und mein Kreuz, definitiv. Weil, wie gesagt, ich trete nicht mehr zur Wahl an, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt da auch ein bisschen die Zeit dazu. Ich sag mal, ich wäre kein schlechterer Kandidat als der Sigi, aber ich vertraue Sigi, ich unterstütze ihn und ich möchte auch, dass meine Wähler, die mich gewählt hätten, den Sigi wählen. Er steht voll. Ich werde ihn auch in allen politischen Belangen in Zukunft unterstützen, sehr eng beraten sogar. Aber Sigi ist da der Mann fürs Volk. Ich sage dir. Mal, bevor wir jetzt lange drüber schwatzen, ne, sonst kommen wir zu spät. Ja, wann geht denn das Ganze eigentlich heute los? 20 Uhr. 20 Uhr in 12 Minuten. Und wo? In der Polizei. Wollen Sie bei uns mitfahren? Wir sind was schneller. Ja, dann steige ich schnell. Wir wollen ja auch endlich, dass das hier kein Polizeistaat mehr ist. Herr Quack, warten Sie, Herr Quack. Sie dürfen natürlich vorne mitfahren. Ja. Ach nee, gehen Sie ruhig nach vorne. Na gut. Wollte man dem jungen Mann mal was Gutes tun. Aber schön festhalten, ne? Ja, so Abfahrt. Hier oben ist ja extra die Stange. So, das ist also, bei mir kann man sich auch gerne mal an der großen Stange festhalten. Ja, ohne abzurutschen vor allen Dingen. Ohne abzurutschen. Weil da genug zu packen ist, habe ich gehört.
Das sieht das ordentlich. Ja. Es ist ziemlich groß, dick und schwarz. Rechts. Schwarz wie ein Edding, oder was? Links. Ja. Ja. Und jetzt volles Fund. Hack. Ja, sicher. Sagt man noch Pfund? Sagt man nicht halbes Kilo? 500 Gramm? Also ich sag noch Pfund. Was? Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Herr Quax, sitzt du noch drauf? Sie müssen sich ja mental richtig festhalten. Ja, ich bin noch da. Gut. Der klingt so glücklich. Ich glaube, du fährst zu langsam. Ja. Ich habe ihm angeboten, den hinteren Rennen zu fahren. Mitzufahren. Wollte er nicht. Ah. Wollte er was? Wollte er mit? Wollte er nicht. Ich kenne Volta Rim. Weißt du, Herr Doktor, ist das wieder ein Medikament, Volta nicht? Ja. Viele Leute kennen ja nur Volta Rim, aber Volta nicht ist eigentlich der Wirkstoff ist größer. Also nicht an sich größer, sondern mehr drin. Ja. Also lieber dann, wenn ich in der Apotheke bin, Sie mal sagen, haben Sie mal eine Tube Volta nicht? Ja, aber das ist hier ein Tipp. Da musst du sagen, so hast du Volta nicht? Muss ich auch so machen? Ja, damit die wissen, dass das unter dem Ladentisch verkauft werden kann. Ist das Disco hier oder was? Ein bisschen. Wir müssen hier links einparken. Ja, ich weiß. Das war's schon wieder heute für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Kommi da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.